Jo Leute, was geht? Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Und natürlich drehe ich das Intro zum zweiten Mal, weil immer irgendwas abkackt hier als YouTuber. Ihr wisst ja Bescheid. Immer gibt es irgendwelche Probleme. Da war irgend so ein komisches Geräusch vom Mikro, was weiß ich. Naja, jedenfalls Leute, die Ferien sind natürlich wieder vorbei. Und natürlich ist das Wetter jetzt erst richtig heftig, es schneit wie noch nie, ist richtig geil draußen. Aber stattdessen muss man drinnen hocken und die Zoom-Calls über sich ergehen lassen. Und natürlich hoffe ich, dass ihr schöne Ferien hattet, ist ja klar. Aber ja, es ist wieder belastend, Leute. Auch hier, ihr seht schon, die schwarzen Ringe sind wieder richtig am Start, weil der Schlafrhythmus einfach wieder komplett zerrt wird. Aber da muss man jetzt mit leben, leider. Und ja, ich dachte, ich mache heute wieder so ein Tutorial-Video. Ach ja, und davor natürlich noch bitte abonnieren, ja, um mir ein bisschen von meinem Leid zu nehmen. Ja, nächstes Ziel natürlich 600 Abos. Schön supporten, Leute, jedenfalls. Heute dachte ich, zeige ich euch mal, wie ich das so mache mit Zoom, ja. Wieder ein Schultutorial eigentlich. Nur diesmal nicht mit dem iPad, sondern eben mit der Kamera. Ja, und zwar mache ich das so, dass ich meine Spiegelreflexkamera, ja, DSLR, mit dem PC verbinde und als Webcam benutze. Und das hat natürlich viel bessere Qualität. Ja, ich meine, man kann auch zoomen und so, als so eine Webcam, ja, wo alles verrauscht ist und es halt irgendwie Müll. Eben wer Profi-Qualität will in Zoom, der sollte hier auf jeden Fall weiterschauen, denn es ist ziemlich leicht, also richtig leicht. Und ja, vielleicht habt ihr ja irgendwo so eine Kamera rumliegen. Ist egal, was für eine tatsächlich. Hauptsache, die hat einen USB-Anschluss, ja. Nämlich braucht ihr so ein Kabel hier. Also fangen wir direkt mal an. Hier so ein Kabel. Ja, USB-A auf hier, auf was auch immer die Kamera hat. Also in meinem Fall, die Canon 200D hat Mini-USB. Also ihr müsst halt einfach schauen, was eure Kamera hat. Und das ist halt wirklich, ja, bis auf das Kabel völlig gratis einfach, ja. Weil ein anderer Weg wäre natürlich, ja, Elgato zum Beispiel. Ja, das kann man es dann mit dem HDMI-Kabel einstecken, was kostet über 100 Euro. Und ich meine, das könnte ich auch zum Stream verwenden. Also irgendwann dann mal, ihr wisst Bescheid. Ja, da gibt es zwei Softwares. Richtig easy. Canon EOS Webcam Utility heißt die. Ja, eben gratis für Mac und Windows. Das ist so, das ist wie so ein Plugin, wisst ihr? Ihr ladet es einfach runter, installiert es und dann funktioniert es einfach. Also ihr müsst kein Programm starten, das wird auch nicht als Programm angezeigt, also es ist dann einfach da, so, es funktioniert einfach, ja. Ich zeige euch dann eben gleich auch, wie man es einsteckt und so, wie das dann geht. Ah ja, jedenfalls, das ist richtig easy und funktioniert mit wirklich allen Canon-Kameras. Und das zweite wäre, ja, für andere Kameras, Digicam Webcam Control, und das ist, ja, das ist so ein bisschen yee-yee-ass. Maybe you got rid of that old yee-yee-ass haircut you got, you get some bitches on your dick. Das würde ich sagen, so ein bisschen cheap-ass, so ein bisschen. Aber es tut den Job, also falls ihr eben keine Canon-Kamera habt. Also ich meine, ich weiß gar nicht, vielleicht funktioniert es trotzdem mit einer Nicht-Canon-Kamera. Kann man ja mal probieren. Aber ja, da gibt es eben bei Digicam gibt's keine Garantie, dass es funktioniert. Aber da ist der Vorteil, es ist ein richtiges Programm, was ihr starten könnt und müsst dann auch. Ach ja, übrigens, das mittlere müsst ihr runterladen. Ja, aber man kann da die Kamera steuern. Also es hat beides seine Vor- und Nachteile, aber es ist halt so yes, shit und laggt so ein bisschen. Also ja, ich würde sagen, wir schauen uns das jetzt einfach an. Los geht's. Und ich nehme jetzt, ja, ich zeige es mit meinem Phone, wie man es ansteckt, weil die Kamera ist ja dann angeschlossen. Und Leute, hier sind wir am Tisch. Hier ist mein heftiger Hintergrund. So, dann nehmen wir die Kamera. So, hier einfach den Flap ab. Genau. Hier ist der USB-Port. So, geht natürlich etwas schwer mit einer Hand hier. So, genau. Dann drehen wir es wieder richtig und stecken das andere Ende natürlich in den PC rein. Oder in den Mac. Ich meine, geht ja auch mit Mac natürlich. Boah.
jetzt ist die Kamera schon verbunden. So, und die Sache ist noch was Optionales, also das braucht ihr nicht unbedingt, aber nämlich hier für den Akku habe ich so einen Dummy-Akku, also Moment. Das zeige ich euch mal ganz kurz. Also Leute, Dummy-Akku heißt ein Akku, der sozusagen ans Stromnetz angeschlossen ist. Also halt kein richtiger Akku, der geladen wird für unterwegs, sondern halt hier mit dem Kabel an das Stromnetz angeschlossen ist. Das geht auch mit einer Powerbank. Ja, das ist einfach extrem nützlich für Zoom, weil der normale Akku, den man laden muss, der ist nach einer Stunde leer. Also es kann sehr nervig werden, das Zeug immer zu laden, vor allem wenn man nicht so viele Akkus hat, weil eigentlich normalerweise brauche ich nie mehr als zwei, aber mit Zoom ist es halt richtig nervig. So Leute, was ihr jetzt macht, ist wirklich komplett simpel. Also ihr startet Zoom und dann geht in die Einstellung und dann Video und dann wählt ihr aus EOS Webcam Utility. Boom, Leute, ihr seht, perfekt, ich mache das Licht wieder auf mich, so. Funktioniert einfach einwandfrei und ja, ich habe auch hier einen Hintergrund halt natürlich, ist ja ganz klar. Natürlich hier Badlands Jerks, die Legende, aber nicht ganz so ist es bei der anderen App. Was heißt nicht ganz so simpel, es ist halt ein bisschen anders, wie ihr hier sehen könnt. So, Start Live View. Und aber der große Unterschied ist hier, dass es erstmal laggt, zumindest bei meiner Kamera. Ich weiß nicht, für Zoom würde das vielleicht in Ordnung sein. Aber das ist ein krasseres, also das ist ein gutes Feature, was es bei der Canon-App nicht gibt. Und zwar könnt ihr die Kamera hier einfach steuern. DCC Virtual Camera. Ja, okay. Dann sollte es eigentlich funktionieren, aber tut es nicht. Ja gut, also Leute, die Sache ist einfach, ich sag mal so, liegt wahrscheinlich jetzt daran, dass ich schon die andere App auch habe. Aber Leute, normalerweise funktioniert das, also ihr müsst es einfach ausprobieren, ja. Also wie gesagt, keine Garantie, aber es müsste funktionieren. Leute, ich habe gerade rausgefunden, dass ich auch aufnehmen kann, während die Kamera verbunden ist. Das ist nicht schlecht tatsächlich. Ja, also es sieht heftig aus, aber ihr könnt es nicht nur in Zoom verwenden, ja, sondern natürlich auch in OBS oder halt in allen, ja, Apps, die Kamera-Support haben. Also das ist nicht nur für Zoom. Ist halt extrem nützlich. Das ist ein riesiger Unterschied, Leute, zum Vergleich ganz kurz, ja. Leute, das ist die Webcam. Und das, übrigens auch der Sound vom PC, also ziemlich scheiße. So, und jetzt nochmal zurück. Ja, halt einfach ein riesiger Unterschied. Also es ist heftig, ja. Ich benutze aber gerade übrigens 24 FPS für die Aufnahme, deswegen stottert es ein bisschen in Zoom. Natürlich dann einfach 30 FPS auswählen. Dann funktioniert es perfekt. Und aber Digicam Control ist halt irgendwie. Es geht. Aber es wird sicher funktionieren. Probiert es einfach aus. Und ja, Leute, das war's jetzt schon. Also ja, das Outro nehme ich übrigens auch zum zweiten Mal auf, weil das Mikro auch abgekackt ist. Ja, Leute, das war's. Und ja, ich hoffe, ich konnte euch helfen. Wenn ja, dann natürlich liken und abonnieren und auf Instagram folgen und überall. Ziel bis zum Jahresende sind natürlich 1000 Abonnenten. Mal schauen, ob wir das schaffen. Also, wie gesagt, immer schön dranbleiben am Abo-Button. Und ja, Leute, ich wünsche euch noch schönen Tag, Mittag oder Abend. Nehmt die Zoom-Sache nicht zu ernst. Trollt schön eure Lehrer. Ja, ob es mit einem schönen Hintergrund ist oder ihr könnt ja gerne auch mal was übersteuern lassen. Aber auf jeden Fall, ich sage, wenn der Lehrer schlecht ist, ja, dann hat er auf jeden Fall ein bisschen Trolling verdient. Und ja, damit Leute, ciao und bis zum nächsten Mal.